I'm a bit afraid at this moment. Oh, it's P? No. Good. Where's the little screaming girl which I heard? And I hoped, don't know. The beast is away from here. And here we have to use this TNT. Sei nicht zu nah an der Explosion, okay? Nackt sie fix mein hässliches Headset. Verfängt sich unter meinem blöden Ball. Also, weil ich hab ja... Ich benutze ja, also, ich sitze hier auf einem Gymnastikball. Ah, ja, klar. Ja! Ist klar, ne? Und das trifft mich jetzt. Und jetzt bin ich fast tot. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Ey, ich glaube, ich spinne ein bisschen, hä? Was haben wir denn da Schönes? From scare to plot point. At first, the hunted girl sequence was just another scare. But as the story took shape, it just became a great plot point, which was, this is when Daniel snapped. He does all these weird and evil things, but he tells himself, the ends justify the means. But when he finally kills the girl, he just can't make up excuses anymore, so he goes mad, and as a final attempt of saving himself, he drinks the amnesia potion. Of course, the player won't realize this as he encounters this first sequence, but it becomes clear when he finds the last diary pages explaining the situation. Ja, das ist ja gay. It all come full circle. Ich hab das Mädchen umgebracht, wo ich die ganze Zeit höre. Ja, so ein Dreck, hä? Ja, mach's wieder nicht zur Hölle. Also ich bin das. Haben wir hier hinten irgendwas Beängstigendes? Ach, tote Schweine. Ich dachte, da ist irgendwas Schlimmes drin oder so. Aber na gut, dann ist ja nichts passiert, wenn das bloß tote Schweine sind. Okay, da hinten haben wir nichts. Ich hätte gern ein bisschen mehr Zünderbuchsen. Ich will erstmal in den toten Schweinesaal reingehen. Der interessiert mich sehr. Ich hatte immer schon eine Schwäche für tote Schweine. Eine Schwäche jetzt ist ja Plural. Es ist ja Plural, eine Schwäche, ja, die eine. Die eine oder keine. Oder so ein Dort, keine Ahnung. Schwer ist es auch nicht. Hey, cool. Schweine catchen. Ja, war schon. Aha. Haben wir da irgendeine Truhe oder da oben was? Oder. Weiß ich nicht. Ja, die Lampe geht langsam aus. Ich müsste jetzt aufhören. Bitte, ich flehe dich an. Na, Daniel, mach sowas nicht. Das ist ganz böse, ne? Ja, warum ist jetzt da unten eine... Boah, ich hab jetzt... Kein Öl mehr! Kein Öl mehr! Ha-da-da-da! Kein Öl mehr! Kein Öl! Kein Öl! Kein Öl. Kein Öl. Ich mach die Tür auf. Ah, hä? Ah! Da sind die beiden hässlichen Staubgerät-Dinger. Ach, Trinity-Dampf. Ja, da war jetzt gerade so ein Monstervieh. Wenn kein vollständiger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studienzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Hat Angst, hä? Jetzt ist klar, dass ich mich hier verstecken muss. Das ist so klar. Das ist so unglaublich klar. Oh, was ist das hier? Oh, was ist denn die Taste? Oh, cool, aufstehen.
Entweder ganz hinten, dann könnten... Ja, ich lieber hinter dem Ding hier. Er könnte sich einfach hinlegen oder so, bist du dumm. Wir machen mal beim Essen. Und dann irgendwo anders... Eine andere Person... Jetzt heißt mal kurz. Eine andere Person, also... Ja... Ihr ist halt... Die andere Person ist halt schlecht und so und sie muss halt... Sich was übergeben und dann sagt mein Opa so unglaublich laut... Ist er schlecht oder was? Und das war so unglaublich geil und unpassend. Ist er schlecht oder was? Und deswegen sag ich das jetzt auch immer. Ja, schöne Geschichte. Und gibt's auch ein schönes Ende von unserem Helden? Ich weiß es ja nicht. Ich kann's ja mal melden. Melden, Helden, Reim, fein. Ein Reim, wie fein. Und auch wenn ich jetzt sterb, ich weiß ja, was ich machen muss erst einmal. Und das ist ja das Wichtigste. Ich glaube, da ist irgendwo einer. Wow, fuck you! Nein, du siehst mich nicht. Nein. Du weißt gar nicht, wo ich bin, ne? Nee, der weiß nicht, wo ich bin. Der hat mich ja fast gar nicht gesehen jetzt hier. Doch, der hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben, ja. Er hat mich erschreckt. Jetzt wisst es. Ich habe hier eine Stimmpfeife. Und die ist cool. Ich könnte auch mal kurz Smoke on the Water spielen auf der Stimmpfeife. Warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Das war 3 und 4. Na gut. Ey, tut leid. Wo ist denn jetzt der scheiß Zombie hin? Ist der immer noch da oder ist er weg oder ist er gegangen oder ist er versteckt? Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Ja, wo ist der Zombie hin? Er hat mich eigentlich gerade gesehen. Und wenn der mich jetzt sieht, ich könnte einfach weglaufen. Oh, das ist gut. Weglaufen ist gut. Ich glaube, der ist jetzt... Ach, da hinten ist er. Ist mir egal, ich sehe dich nicht, scheiß Zombie. Ha, 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 ha. Nein, ich bin viel schneller als du. Du kriegst mich gar nicht. Da war keine Tür, scheiße. War da eine Tür? Nein, auch nicht. Wo komme ich her? Da hinten komme ich her. Das ist doch mal schön. Ich glaube, da vorne kommt auch wieder ein Zombie. Ist mir egal. Ist mir egal, bra, Zombie, bra. Die sind ja ewig langsam, die Zombies. Was soll denn der Scheiße? Oder Mutanten, was sind denn das für Viecher? Okay, er ist hinter mir, er ist genau hinter mir, ist mir scheißegal. Wauchi! Ja. Renn, renn! Wauchi! Wow! Das war schön. Wauchi! Was habe ich denn jetzt für ein ekliges Summen im Ohr? Folgen wir die? Nö, na dann passt ja. Mal zumachen hier die Tür. Schließen. Und da ist jetzt... Ach so. Ach, und da ist eine Leiche. Jetzt sehe ich erst die Leiche. Ich dachte, der ist so rot pulsiert. Aber die Leiche habe ich jetzt gerade... Die ist mir gerade nicht so aufgefallen. Naja, schön. Baby. Kopf. So. Dann gehen wir doch mal weiter. Über das hässliche Ding gehen wir nicht drüber. Das ist nämlich hässlich und eklig. Und jetzt könnten doch auch da hinten Zombies sein oder Mutanten oder irgendwas oder was auch immer. Das ist, ich habe keine Ahnung. Schweiß ist doch selber nicht, ne? Und wir brauchen so einen Pyramidenpress Y-Dreiecksstab. Und ich gehe hier mal rein und wenn hier Zombies drin sind, ist es scheiße. Na. Ist das cool oder weil das rot ist? Ist das cool oder was jetzt, hä? Ist das jetzt mighty oder what? Ist das jetzt mächtig oder was, hä? Ist das jetzt cool? So ein Dreck. Läuft rot an und Zombies machen ja auch keine Angst. Scheiß Spiel. Also ich finde es jetzt laut allem, nach allem, was halt gesagt wurde und so, doch, ich finde es schon ein bisschen spannend, das Spiel. Es ist wirklich spannend, also es ist kein Vergleich, weil Entschuldigung.
wenn man das, ja, der Vier-Phasen-Stab, der ist ganz eindeutig der da. So, dann der Trinity, der halt ist der Dreiecksstab, und der Strömungskreislauf ist der Kreisstab. Ist ja klar, ne? So. Jetzt schauen wir mal, ob da irgendwo ein Zombie ist oder sowas in der Art. Da hinten auch keiner, Gott. Also bis jetzt noch nicht. Haben wir da hinten einen? Man weiß es nicht, nein, noch nicht, nein. Nachschauen. Da hinten auch keiner, Gott. Mal Kohle mitnehmen, dass wir genug Geld haben. Ey. Yeah. Kohle. Okay, und jetzt das Entscheidende. Gebounce. Was? Ich hab doch gerade Gebounce gemacht. Was soll denn jetzt das wieder, hä? Wenn ich Gebounce mache, muss das die Maschine doch reagieren, mein Gott. Was soll denn jetzt die Kacke hier, hä? Meine Vorräte an Laudanum sind erdenklich geschmolzen. Und mein Öl ist auch ganz schön weniger geworden. Ja, ja, Strom. Strom ist schön und so, aber anscheinend funzt er nicht, hä? Muss da irgendwas gemacht oder gedreht werden oder geschraubt werden oder gedingst werden? Ist doch, haha, nö, doch nicht. Ja, keine Ahnung, hä? Das geht aber auf jeden Fall durch und da hinten ist es auch. Das geht da weiter, das geht da, das führt nach da. Ich sehe schon, da ist auch gut. Ist überall gut, außer irgendwo hier. Irgendwo ist der Fehler. Und ich finde Fehler nicht. Mhm. Das Fass enthält kein Öl mehr. Das Fass enthält kein Öl mehr. Wir haben kein Öl mehr. Lalala. Dann nehmen wir halt Kohle. Bit afraid at this moment. Oh, at this P? No. Good. Where's the little screaming girl which I heard? And I hoped, don't know. The beast is away from here. And here we have to use this TNT. Sei nicht zu nah an der Explosion, okay? Nackt sie fix mein hässliches Headset. Verfängt sich unter meinem blöden Ball. Also weil ich hab ja. Ich benutze ja. Also ich sitze hier auf einem Gymnastikball. Ah ja, klar. Ja, ist klar, ne, und das trifft mich jetzt, und jetzt bin ich fast tot. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Ey, ich glaube, ich spinne ein bisschen, hä? Was haben wir denn da Schönes? From scare to plot point. At first, the hunted girl sequence was just another scare. But as the story took shape, it just became a great plot point, which was, this is when Daniel snapped. He does all these weird and evil things, but he tells himself the ends justify the means. But when he finally kills the girl, he just can't make up excuses anymore, so he goes mad, and as a final attempt of saving himself, he drinks the amnesia potion. Of course, the player won't realize this as he encounters this first sequence, but it becomes clear when he finds the last diary pages explaining the situation. Ja, das ist ja gay. It all come full circle. Ich hab das Mädchen umgebracht, wo ich die ganze Zeit höre. Ja, so ein Dreck, hä? Ja, mach's wieder nicht zur Hölle. Why are you doing this? Get away from me. Also ich bin das. Haben wir hier hinten irgendwas Beängstigendes? Ach, tote Schweine. Ich dachte, da ist irgendwas Schlimmes drin oder so. Aber mein Gott, dann ist ja nichts passiert, wenn das bloß tote Schweine sind. Okay, da hinten haben wir nichts. Ich hätte gern ein bisschen mehr Zünderbuchsen. Ich will erstmal in den toten Schweinesaal reingehen. Der interessiert mich sehr. Ich hatte immer schon eine Schwäche für tote Schweine. Eine Schwäche jetzt, das ist ja Plural. Es ist ja Plural, eine Schwäche, ja, die eine. Die eine oder keine.
War das denn dort? Keine Ahnung. Schwer ist es auch nicht. Hey, cool. Schweine catchen. Ja, war schon. Aha. Haben wir da irgendeine Truhe oder da oben was? Oder. Weiß ich nicht. Ja, die Lampe geht langsam aus. Ich müsste jetzt aufhören. Bitte, ich flehe dich an. Na, Daniel, mach sowas nicht. Das ist ganz böse, ne? Ja, warum ist jetzt da unten eine. Boah, ich hab jetzt kein Öl mehr. Kein Öl mehr. Ha-ta-ta-ta. Kein Öl mehr. Kein Öl. Kein Öl. Kein Öl. Kein Öl. Ich mach die Tür auf. Ah. Hä? Ah! Da sind die beiden hässlichen Staubgerät-Dinger. Ach, Trinity-Dampf. Ja, da war jetzt gerade so ein Monstervieh. Wenn kein vollständiger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studienzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Hat Angst, hä? Jetzt ist klar, dass ich mich hier verstecken muss. Das ist so klar. Das ist so unglaublich klar. Oh, was ist das hier? Oh, was ist denn die Taste? Oh, cool, aufstehen. Entweder ganz hinten, dann könnten. Ja, ich lieber hinter dem Ding hier. Er könnte sich einfach hinlegen oder so, bist du dumm. Wir machen mal beim Essen. Und dann irgendwo anders. Eine andere Person. Jetzt hält's mal kurz. Eine andere Person. Also. Ja. Ihr ist halt. Die andere Person ist halt schlecht und so. Und sie muss halt sich was übergeben. Und dann sagt mein Opa so unglaublich laut: Ist er schlecht oder was? Das war so unglaublich geil und unpassend. Ist er schlecht oder was? Und deswegen sag ich das jetzt auch immer. Ja. Schöne Geschichte. Und gibt's auch ein schönes Ende von unserem Helden? Ich weiß es ja nicht. Ich kann's ja mal melden. Melden, Helden, Reim, fein. Ein Reim, wie fein. Und auch wenn ich jetzt sterb, ich weiß ja, was ich machen muss erst einmal. Und, das ist ja das Wichtigste. Ich glaub, da ist irgendwo einer, hä? Wow, fuck you! Nein, du siehst mich nicht. Nein. Du weißt gar nicht, wo ich bin, ne? Nee, der weiß nicht, wo ich bin. Der hat mich ja fast gar nicht gesehen jetzt hier. Doch, der hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben, ja. Er hat mich erschreckt. Jetzt wisst es. Ich habe hier eine Stimmpfeife. Und die ist cool. Ich könnte auch mal kurz Smoke on the Water spielen auf der Stimmpfeife. Warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Das war 3 und 4. Na gut. Ey, tut leid. Wo ist denn jetzt der scheiß Zombie hin? Ist der immer noch da oder ist er weg oder ist er gegangen oder ist er versteckt? Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Ja, wo ist der Zombie hin? Er hat mich eigentlich gerade gesehen. Und wenn der mich jetzt sieht, ich könnte einfach weglaufen. Oh, das ist gut. Weglaufen ist gut. Ich glaube, der ist jetzt... Ach, da hinten ist er. Ist mir egal, ich sehe dich nicht, scheiß Zombie. Ha, 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 ha. Nein, ich bin viel schneller als du. Du kriegst mich gar nicht. Da war keine Tür, scheiße. War da eine Tür? Nein, auch nicht. Wo komme ich her? Da hinten komme ich her. Das ist doch mal schön.
Ich glaube, da vorne kommt auch wieder ein Zombie, ist mir egal. Ist mir egal, boah, Zombie, bra. Die sind ja ewig langsam, die Zombies, was soll denn der Scheiße? Oder Mutanten, was sind denn das für Viecher? Okay, er ist hinter mir, er ist genau hinter mir, ist mir scheißegal. Wauchi, ja. Renn, renn. Wauchi, wah. Das war schön. Wauchi, was habe ich denn jetzt für ein ekliges Summen im Ohr? Folgen wir die? Nö, na dann passt ja. Erstmal zumachen hier die Tür. Schließen. Und da ist jetzt... Ach so. Ach, und da ist eine Leiche. Jetzt sehe ich erst die Leiche. Ich dachte, die ist so rot pulsiert. Aber die Leiche habe ich jetzt gerade, die ist mir gerade nicht so aufgefallen. Naja, schön. Baby. Kopf. So. Dann gehen wir doch mal weiter. Über das hässliche Ding gehen wir nicht drüber. Das ist nämlich hässlich und eklig. Und jetzt könnten doch auch da hinten Zombies sein oder Mutanten oder irgendwas oder was auch immer. Das ist, ich habe keine Ahnung. Schweiß ist doch selber nicht, ne? Und wir brauchen so einen Pyramidenpress Y-Dreiecksstab. Und ich gehe hier mal rein und wenn hier Zombies drin sind, ist es scheiße. Na. Ist das cool oder weil das rot ist? Ist das cool oder was jetzt, hä? Ist das jetzt mighty oder what? Ist das jetzt mächtig oder was, hä? Ist das jetzt cool? Pff, so ein Dreck. Läuft rot an und Zombies machen ja auch keine Angst. Scheiß Spiel. Also ich finde es jetzt laut allem, nach allem, was halt gesagt wurde und so. Doch, ich finde es schon ein bisschen spannend, das Spiel. Es ist wirklich spannend, also... Es ist kein Vergleich, weil... Entschuldigung. Wenn man das... Ja, der Vier-Phasen-Stab, der ist ganz eindeutig der da. So, dann der Trinity, der halt ist der Dreiecksstab und der Strömungskreislauf ist der Kreisstab. Ist ja klar, ne? So. Jetzt schauen wir mal, ob da irgendwo ein Zombie ist oder sowas in der Art. Da hinten auch keiner, Gott. Also bis jetzt noch nicht. Haben wir da hinten einen? Man weiß es nicht, nein, noch nicht, nein. Nachschauen. Da hinten auch keiner, Gott. Mal Kohle mitnehmen, dass wir genug Geld haben. Ey. Yeah. Kohle. Okay, und jetzt das Entscheidende. Gebounce. Was? Ich hab doch gerade Gebounce gemacht. Was soll denn jetzt das wieder, hä? Wenn ich Gebounce mache, muss das die Maschine doch reagieren, mein Gott. Was soll denn jetzt die Kacke hier, hä? Meine Vorräte an Laudanum sind erdenklich geschmolzen. Und mein Öl ist auch ganz schön weniger geworden. Ja, ja, Strom. Strom ist schön und so, aber anscheinend funzt er nicht, hä? Muss da irgendwas gemacht oder gedreht werden oder geschraubt werden oder gedingst werden? Ist doch, haha, nö, doch nicht. Ja, keine Ahnung, hä? Das geht aber auf jeden Fall durch und da hinten ist es auch. Das geht da weiter, das geht da, das führt nach da. Ich sehe schon, da ist auch gut. Ist überall gut, außer irgendwo hier. Irgendwo ist der Fehler. Und ich finde Fehler nicht. Das Fass enthält kein Öl mehr. Das Fass enthält kein Öl mehr. Wir haben kein Öl mehr. Lalala. Dann nehmen wir halt Kohle. Ich habe heute was Interessantes von ClickZoom, habe ich angeschaut. Ein Video. Und da wurde Gronkh interviewt, also... Ein bisschen, so eine Minute. Und ich dachte, Gronkh schaut ganz anders aus. Es ist voll cool, dass der interessant ausschaut. Also das ist echt cool, dass Gronkh so ausschaut wie er. Und er hat den Punisher-Shirt an, also das sagt doch schon alles, oder? Was muss denn da noch gearbeitet werden, bitte, hä? Was passt da als dem nicht, hä? Was passt ihm denn nicht?
dem Herrn Daniel. Was passt ihm noch nicht? Da ist doch alles. Da ist auch eine Lampe. Also ich verstehe echt nicht, was er hat. Lampe. Getriebeding. Habe ich noch irgendwas? Ich habe den Bohrer. Ich habe doch alles. Da ist zu. Ist zu. Dann schaue ich einfach mal nach oben. Ist der kleine Finger oben, wird man dich loben. Das hat mein Lehrer damals schon nicht gesagt. Mein Lehrer hat mal gesagt,